Hallo und willkommen zurück zu Minecraft The Crackpack 2.0. Ja, wie ihr seht, die Turbine läuft. Ich bin aber nicht so zufrieden damit, weil normalerweise sollte die ein bisschen schneller, glaube ich, laufen. So von Anhieb weg. Aber muss ich nochmal gucken, ansonsten muss ich die Offscreen mal umbauen. Dass die dann liegt. Aber ja, wie gesagt, muss ich mal schauen. Wir produzieren 5000 RF. Ist auf jeden Fall weniger als mit dem Reaktor. Muss ich einfach mal gucken. Aber die Turbine läuft jetzt ein bisschen. Und ja, wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich habe mir hier Liquid Pyrothium gemacht. Werde ich später einsetzen. Aber wir wollen heute mal ein bisschen wegen dem Digital Miner anfangen, beziehungsweise weiterbauen. Ha, cool, geht sogar. Wir machen uns eine ME-Chest. Ein Controller haben wir. Ja, einer reicht erstmal. Ja, haben wir alles. Läuft. Ziehen wir mal den Magneten aus. Und dann brauche ich Cable. Fluix Smart Cable. Auf jeden Fall. Habe ich kein Smart Cable einprogrammiert. Ich habe auch keine Patterns mehr. Schauen wir mal. Können wir uns... Die will ich jetzt ungern nutzen. Erstmal. Dann machen wir uns... 2. So. Sollte ja machbar sein. So, das craftet er. Sehr schön. Die... Jo, die wachsen. Sehr schön. Und dann... Gut, Service Quotes bekommen wir gerade nicht allzu viel rein. Müssen wir mal später gucken. Aber was wir auf jeden Fall noch brauchen können, sind Frames. Jo. Oh, wir haben keinen Platz mehr. Stimmt, da war was. Da muss ich auch mal bei Gelegenheit aktualisieren. Gut, die wachsen immer noch. Na gut. Den Miner hier werde ich in nächster Zeit nicht benutzen, denn ich möchte, dass der Twilight Forest, so rum, nicht größer wird, weil sonst, ja, wird es einfach zu viel und das wäre unschön. Du müsstest dann auch langsam nochmal ein paar Endermen spawnen, sehr gut. Damit wir hier noch ein paar Enderpearls bekommen. Und ich habe wieder was vergessen. Ich Schlaumeier. Video Settings. Fancy. So. Damit es Fancy Locomotion aussieht. So. Sehr schön. Ah, gut. Der Controller ist fertig. Nein. Controller brauche ich. Smart Cable haben wir. Conduits. Da würde ich gerne 64, 64. Die 10 nehmen wir so mit. Euch nehmen wir auch vorsichtshalber mal mit. Redstone Cable brauchen wir auch. So. Springen wir mal kurz hier rein. Und der Autonomous Activator bekommt die hier. Sehr schön. So, Dele, dann schauen wir nochmal in AE-Raum rein. Was habe ich jetzt gerade gecraftet? Patterns, genau. Patterns. So, ja.
1. So. Dich, dann bekommen wir Smart Fluix Cable. Sehr schön. Okay, die sind craftbar. Passt. Und dann hier das Interface. Das muss ich ja alles auch nochmal ein bisschen anders hinsetzen. So. Das ist sehr gut. Dann schauen wir noch geschwind hier beim Reaktor vorbei. Okay, der generiert nicht. Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, weil ansonsten muss ich wirklich umbauen und mir die ganzen Sachen oder das Ding komplett umbauen. Aber ja, das werden wir dann sehen. So, nebenbei, bevor, weil ihr es hier wahrscheinlich zum ersten Mal seht. Ich habe mir eine Ender Quarry hingestellt, die mir hier in 1024 mit 1024 ein Loch reinruppt. Warum? Weil ich es kann. Schauen wir mal, vielleicht gibt es hier schon irgendwo ein Update. Wo das Loch ist, sieht aber nicht so aus. Oder? Nö. Schade. Naja, egal. Wir müssen dann hier mal weitermachen. So. Ah, da haben wir auch noch. Sehr schön. So, das erste, was ich machen möchte. Ich sag viel zu viel und viel zu oft so. Merke ich gerade. So, so, so. Die und die. Jetzt sage ich die und die und nicht so und so. Ist sicherer, weil sonst sage ich ja immer nur wieder das Gleiche und das ist auch doof. Dann machen wir das hier. Jetzt wollte ich gerade wieder so sagen. Ich habe jetzt mal echt drauf, oder ich achte jetzt mal drauf, wie oft ich so sage, aber es ist schon sehr viel, muss man sagen. Jetzt wollte ich schon wieder so sagen. Mann, 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 ich habe auch einen beschränkten Wortschatz. Dann kommt hier dran, oder muss ich euch da reinsetzen? Wahrscheinlich muss ich euch da hinsetzen. Da würde ich dann gerne das Dense Cable setzen. Euch hier auch. Auch wenn es manchmal so ein paar Probleme gibt, die Dense Cables von NIO, aber sie sind halt die besten für schmale Verbauung. Schmale Verbauung, ist es überhaupt ein Wort? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall klingt es komisch. So, ja, das passt. Überleg, überleg, überleg. Und jetzt brauche ich 1, 2, 3, 6, 3, 6, 9, 12, 24, 8, 36, 48 Importbusse. Und wie ihr vielleicht ein bisschen an meinen Stimmen und an meinen komischen Geräuschen hört, die ich mache, ich werde wahrscheinlich krank. Ich weiß nicht, ob das wirklich so hart wird, wie es mich gerade anfühlt. Hört sich auch an, wie es mich gerade anfühlt. Aber 46. Oh, geht sogar. Cool. Dup. Mach mal. Ja, es ist einfach ein bisschen unschön, dass es gerade jetzt erwischt, weil ich eigentlich gar keine Lust habe, krank zu werden. Und es hat diesen Schluckschmerz, da muss ich echt dann mal schauen, wie ich das beheben kann. So, Importbus, das passt. Okay, dann schauen wir mal nochmal ins Crafting rein. Sehr schön, das macht er. Und was ich eigentlich auch machen könnte. Acceleration Cards. Wie viel habe ich denn pro Ding drin? Hier könnten wir auf jeden Fall noch eine reinmachen. Dann crafte ich mir noch eine. Typ. Start. Okay, warum hat es jetzt geklappt? Ich weiß es nicht. Egal.
So, dup. Oh, haben wir jetzt das Problem? Ah, nee. Hier wird produziert, das ist sehr schön. Schedule 21, ja, fundig. Und eigentlich könnten wir ja nochmal 4, 8 Acceleration Cards machen. 8, so und so. Und Start. Jetzt muss ich mal ganz kurz zu meiner Freundin zurückschreiben. Und sonst, was habt ihr heute so gemacht? Heute ist der 3. Februar 2015. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr heute so gemacht habt, was ihr heute noch vorhabt oder nicht vorhabt. Weil solange ich hier noch schreibe, könnt ihr mir unter die Kommentare schreiben, was ihr heute so gemacht habt. Wird es bestimmt besser. Hier. Ah. Hi. Ja. Oh, ha. So. 8, habe ich 8 gesagt? Ja. Okay, dann haben wir Import. Schon mal 33, sehr schön. Ich muss Mama eigentlich Anchor. Und was kannst du? Nichts. Personal Anchor. Die Menschen. Ich weiß, dass es von MFR ein Chunk Loader gibt. Ach so, ha, da war ja mein Problem. Der braucht einen Nether Star. Ach, den kann man auch craften. Nether Star. Soul Sand hätten wir. Ach, man soll es richtig schreiben. La la la, Nether Quartz hier. Soul Sand, einen Bogen. Ein Diamantschwert. Witherköpfe hätten wir sogar drei. Krass. Soul Sand. Der kommt hier. Bow. Einen ganzen. Und Diamant Sword. Ach, Peaceful Mode only. Bam, bam, ba. Naja, egal. Hätte ja sein können, dass es klappt. Kann es sein, dass das hier jetzt überall komplett ausgelastet ist? Ja, da war doch was. Shit. Silicon. Da, 1, 2, 3. Copper. So. Sackmillen. Dass wir noch ein bisschen Silikon bekommen. Ich glaube, da muss ich mir mal eine separaten Inscriber machen. Oder ich kann es über Dingen machen. Muss ich mal gucken. So. Import. Dann haben wir die.
Nein, und 8 Acceleration Cards. So, Start, Next. Sollte das auch dann craftbar sein. Und als nächstes werden wir uns auf jeden Fall um die Crafting-Sachen von der Prozessoren hier machen. Weil sonst kommen wir da nicht mehr hinterher. Mit nur zwei CPUs ist es immer mal ein bisschen unschön. Deswegen sollte man hier... So, zwei hat er. Der kriegt einen. Ich glaube, ich habe überall einen schon drin, ne? Ja. Was wollte ich sagen? Nicht lügen. Sollte man, genau. Sollte ich dann mal damit loslegen. Weil sonst gibt es hier Problemchen. Mit dem Craften, denn wie gesagt, mit nur zwei kleinen CPUs ist es ein bisschen schwer. So, wie viel Silicon haben wir denn? 179. Und dann nochmal 64. So. Können wir einen Tesseract Frame? Nein. Nee, das will ich nicht. Fused Quartz Glass war das. Das war vier davon, genau. Quartz Glass. Hier, dann machen wir mal 100. Haben wir nicht. Shit. Eins? Uff, scheiße. Da müssen wir dann auch mal ein bisschen... Ach, warum fliegt denn hier hin? Core Temperature. Okay, da hält sie auf. Jo, sehr schön. Hält ihn auf der entsprechenden Geschwindigkeit, so wie es sein muss. Gut. So, dann gehen wir hier nochmal rein. Dann sind... Upsala, nicht wegschmeißen. Hallo? Ach, Magnet ist gar nicht angeschaltet. So, so Dele, da müssen wir hin. Dann, au, Importbusse. Weil hier kommen dann die Items raus, theopraktisch. Und somit können wir dann auch die Items ins AE reinlegen. Und die sind ja auch bis auf... Doch, die sind alle... Ja, hier nicht. Muss ich gucken. Da werde ich wahrscheinlich mit Frame Microblocks arbeiten. Weil ich zu blöd zum Rechnen bin. Sehe ich gerade. Mir fehlen zwei Importbusse. Map. So, gut. Wie können wir hier mit Smart Cable anschließen? Nee. Da muss ich mit Densed hin, weil hier mehr als 8 kommen. Ich habe keine Densed Cable mehr. Gnarf. So. So, Delay. Dann. Weil die verbinden sich ja nicht damit. Genau. Gehe ich. 1, 2, 3. Dasselbe dann hier. Da möchte ich dann hier eigentlich relativ. Ups, so. Wenig mit den Ender-IO-Conduits arbeiten. Nee, du kommst weg. Also die NIO-Conduits für Applied Energistics. Weil die halt doch, wie schon mal in der vorherigen Folge gesagt, ein bisschen buggy sind manchmal. Habe ich halt so das Gefühl, dass die nicht immer alle Channels anzeigen, die man verbraucht hat. So. Und hier muss ich das dann auch machen. So, so und diese.
Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, hier komme ich dann mit 6 raus. Entschuldigung. Da muss ich dann hier... Hier müsste ich eigentlich auch mit Covern arbeiten. Dass ich mit hier mit einem normalen Danced Cable raus kann. Craften wir uns mal Danced Cable. Und dann ist eigentlich die Folge auch schon wieder fast vorbei. AE-Raum. Hauptgebäude. AE-Raum. So. Hier. Conduit. Und ich habe die AE natürlich nicht gespeichert. Oh, shit. Conduit. Egal. Die können wir uns craften. Ich mache da aber... Danced. Oh, cool. Einer. Okay. Dann nehmen wir... Dance-Cable. Machen wir mal 20. So, die müssten ja eigentlich... Cancel. Ja, da war was. So. Gleich fertig sein. Jo, passt, oder? Nicht ganz. An welchem Ding hängt's denn hier? Gut, hier müsste ich auch noch ein paar Acceleration Cards reinpacken. 2 pro Ding würde gut sein. Hier die Conduits. So wie es aussieht, nicht. Und hier... Sehr schön, da könnten wir dann mit... Dependent Cable. Was wollte ich denn jetzt craften? Genau. Acceleration, da brauchen wir 2, 4, 8 nochmal. 8. Und Start. So, sehr schön. Oh, die sind schon fertig, die Dance Cable. Dance. Sehr schön. Haben wir 20 Frames haben wir noch. Dann machen wir aber erstmal die Verbindung. Und ich habe vergessen, Ding zu craften. Ach Mann, Stefan. Schlaumeier. Und hier möchte ich mit einem echten Dance hochgehen. Weil hier wird dann die komplette Ebene sein, die wir benutzen werden. Und dich brauche ich. Das muss hier auch verbunden sein. Gut, das passt dann. Und nämlich so ist es dann... Ist alles mit allem verbunden. Weil die Dance... Oder die Cable müssen alle miteinander verbunden sein. Da muss ich mit Cable Anchoren arbeiten. Kann ich hier? Nee, das machen wir wirklich mit Danced. Du kommst weg. Und so. Ich habe jetzt gerade noch einen Fehler in meiner Denklogik gesehen. Und wir müssen hier noch ein bisschen freilassen. Und das war die Tür, weil so ein Idiot nicht leise zumachen kann. So, haben wir das hier. Das wird doch ein bisschen ein größerer Akt werden. Gut, die müssen wir hier über Cable Anchor anschließen. Dasselbe Spiel. Können wir hier eigentlich so unterdrücken? Das gleiche dann hier. Hier und
Hier. Und ich habe kein Smart Cable, auch nicht mehr. Überleg, 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 Stefan. Überleg, überleg, überleg. So, nein. Weg, weg. Muss ich Dense Cable, Smart Cable nehmen? Kein Dense. Aber hat doch was. Sieht recht gut aus. Und theoretisch müsste ja, wenn wir jetzt hier 1, 1, 1 und 1 hinsetzen, müsste, wenn wir hier ein Redstone-Signal drauf geben, aber ich habe wahrscheinlich keinen Schalter dabei. Nö. Aber wir sind ja schlau und haben die Wireless Receiver. Ah ne, den kann ich ja hier auf. Was muss ich denn einstellen? 200 minus, so. Und düpp, düpp, düpp. Du bist auf Receive, das passt. Sollte eigentlich passen. Aber die nehmen keinen Power an. Muss ich hier auf Extract. Insert. Insert. Das komplette Ding ist doch miteinander verbunden. Wenn wir den jetzt anmachen, 201. Okay, da geht Energie durch, da auch. Okay, stellen wir den. Ach. Da steht Energie an. In out, in out. Ups. Geht nicht. Wieso? Gut, muss ich mal beim anderen angucken. Eigentlich ist hier ja alles miteinander verbunden. Muss ich hier noch ein bisschen mehr drauf geben? Flieg hoch, junger Mann. So. Das hier ist alles miteinander verbunden. Gut, aber da muss ich dann nochmal Troubleshooting machen, weil beim letzten Mal hat es ja auch nicht sauber funktioniert am Anfang. Ja, gut, dann fliegen wir hier mal zurück, beziehungsweise teleportieren uns zurück. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Mike Cracked Crackpack 2.0. Ciao!